Ashira Zano Fashina, Arbao Srish de Fashina ve Istanbul, ve di Asina lek. La Europa razoku? Lo. Hani ana ana imez al Europani? Ha. E ahna herke. Ashir hani. Shwasne. Shwasne. E ya Allah. Ko ashi to ke bqito. E. Bu kma bote hatwake. Kma bote na hanu zurana muhtario uzaki. E. و آنی داره دست هرکی کوی نه و کی تطلب و تبی هاتا و بی رخایو بی سیم طبیعی دو عیدو عاشق کبینا سیمینا ما شل مک سیمینا ما کی تو یاده نشلیت هتر کی بقیت کوت لو لذخ لوروپا میده لو میوم دیوم بقیت وات كم ناعمة كيت بقيتها؟ لا يتنوشة. لا يتنوشة. إيه يا ديفا واحد نوزل كده وكيت تريت لص تريخت يارد. أفرش إدارة تزال. إدارة تكلا برجوية. أوكي. أزاني كريم كلوس موكس. Wenn man in die Geschichte zurückblickt, erfährt man, dass die ersten Vertreter der syrisch-aramäischen Christenheit vor 2000 Jahren in die westliche Welt gekommen sind. Syrer, Assyrer, Chaldäer und Aramäer stammen aus Mesopotamien in Kleinasien. Von den zwei großen Strömen Tigris und Euphrat bestimmt, hat diese Region die erste Schrift entstehen und leuchtende Zivilisationen sich entfalten sehen. Sie ist im Norden durch das Taurusgebirge begrenzt, das von Armenien trennt, im Osten durch Persien, im Süden durch den Persischen Golf und im Westen durch Syrien. Seit 5000 Jahren leben die Assyrer in ihrer Heimat, die heute in vier Teile aufgeteilt ist. Nie hat ein Volk, das nur in Frieden zu leben gedenkt, derartige Schrecken durchstehen müssen, um zu überleben. Als wir nach Belgien gekommen sind, nannten wir uns aus der Türkei kommend Syrjöje oder Syroje. Als wir herkamen und man uns fragte, welchen Ursprungs seid ihr, antworteten wir anfangs Türken, weil niemand wusste, was syrisch-aramäische Christen sind. Später, ich weiß nicht mehr, wie es passierte, fing man an, uns Aramäer zu nennen. Aber als wir uns Aramäer nannten, verwechselten uns die Leute häufig mit Armeniern. Aber später, Schritt für Schritt, entstanden auch politische Bewegungen. Es gab alle möglichen Bezeichnungen für uns. Assyrer, Chaldäer, Assyro, Chaldeo, Aramäer. Es ist nicht immer einfach, sich gegenüber anderen Leuten vorzustellen. Man muss fast ein Geschichtsreferat vortragen, damit die Leute verstehen. Die angebrachteste Bezeichnung ist die, die im Irak gebräuchlich ist. Chaldeo, Assyro, Syrer. Es gab Syrer, die in Rom lebten. Es gab auch einen großen syrischen Schriftsteller, genauer gesagt assyrischen, der Tatianus hieß und der zweimal in Rom im ersten Jahrhundert der Christenheit lebte. Manche Dokumente bezeugen ebenfalls, dass es in den ersten Jahrhunderten nach Christus Syrer in Frankreich gab. Lors des premiers siècles,
Diese Gemeinschaft ist immer wieder in der Geschichte auf der Suche nach einer besseren Zukunft und einem vermehrten Wissen gewesen. Hinsichtlich der Frage der Ausbreitung von Wissen und Religion vergisst man zu häufig, dass die ersten christlichen Missionare in der Welt syrisch-nestorianische Missionare aus dem Zweistromland waren. Die ersten syrisch-orthodoxen Kirchen, die sich ab dem 1. Jahrhundert zur christlichen Botschaft bekannten, verbreiteten über Pilger das Christentum in ganz Asien. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es deren Nachfahren heute in Indien gibt. Während der Osmanenherrschaft sind viele nach Brasilien, Argentinien und Venezuela emigriert, um nur diese drei Länder zu nennen. Das ist keine alte Geschichte, zumal die Gemeinschaften dort ihre Bräuche bis heute beibehalten haben. Es gibt Bischöfe, syrisch-orthodoxe Priester und eine aktive Gemeinde, aber auch Intellektuelle. Die syrisch-orthodoxe Gemeinschaft ist also den Exodus gewöhnt. Man muss sich in den Kontext von vor 30 Jahren zurückversetzen, als im Iran der Schah gestürzt wurde und der Imam Khomeini an die Macht kam. Das hat islamistischen Bewegungen, die sich an der Präsenz von Christen im Nahen Osten störten, den Boden bereitet. Zur gleichen Zeit gab es den, auch für die türkische Innenpolitik wichtigen, Zypern-Konflikt. Die Gesamtheit der Christen, auch wenn die syrisch-orthodoxen nichts mit Zypern zu tun haben, musste an den Auswirkungen dieser innertürkischen Polemik leiden. Danach kam der Konflikt im Libanon hinzu, der als ein Konflikt zwischen Moslems und Christen interpretiert wurde.
Dieser ganze Kontext hat viel Druck erzeugt und zu Schikanierungen derjenigen Christen geführt, die noch vor Ort lebten, die dann aber zur Flucht gedrängt wurden. Und das, um ihre Haut zu retten, da die Besitztümer nicht zu retten waren. Sie haben also zu der Zeit emigrieren müssen und haben hier in Europa Zuflucht gefunden. Der von den Vereinigten Staaten gesteuerte Militärputsch hat eine starke Repression zur Folge gehabt. Viele politische Prozesse wurden organisiert, unter anderem gegen mich und meine Frau Ingi. Uns wurde mit 200 Jahren Haft gedroht, sodass wir die Türkei verlassen mussten. Wir sind dann nach Belgien gegangen, um dort unseren Kampf für die Verteidigung der Menschenrechte fortzuführen. Mit den zwei Militärputschs hat man den Charakter des türkischen Regimes gesehen. Nicht nur für die Minderheiten in der Türkei, sondern für die gesamte türkische Bevölkerung. Selbstverständlich sind Assyrer und Armenier, Griechen und Juden immer ein Ziel einer national-religiösen Unterdrückung gewesen. Man erinnert sich an den Völkermord von 1915, bei dem Hunderttausende Armenier und Assyrer getötet oder verschleppt worden sind. Nach einer republikanischen Periode hat sich diese repressive Mentalität weiter behauptet. Mit dem Militärputsch von 1971 hat sich die Lage noch verschlimmert. Es gab Hunderttausende Verhaftungen, Folter, Erhängungen, die Schließung von Tageszeitungen und anderes mehr. Aber das war nicht alles. Nach weiteren 10 Jahren kam der zweite Militärputsch von 1980. Wenn man vom Exil und den Assyrern spricht, so hat es richtig ab diesem Putsch angefangen. Nach den Militärputschs in der Türkei sollten die Assyrer eine weitere blutige Epoche ihrer Geschichte erleben, während und nach dem Iran-Irak-Krieg, dessen Opfer sie ohne ihr Zutun wurden. Ein 8-jähriger Krieg um Eitelkeiten, Macht und mehr als 1 Million Tote. In beiden Lagern gab es die gleichen Tränen, die gleichen Siegesgeschreie. Und dennoch kann niemand irgendeinen Sieg beanspruchen. Einmal mehr haben die Minderheiten einen hohen Tribut zahlen müssen.
Die Assyrer bleiben gleichzeitig im Fadenkreuz der Schiiten und der Sunniten. Mit Entsetzen hat die Weltöffentlichkeit das furchtbare Schicksal der Kurden im Irak erfahren. Es sind unerträgliche Bilder der Vergasung der Stadt Halabja, der 5000 Kurden zum Opfer fielen, darunter 2000 assyrische Christen. Nur wenige Medien haben darüber informiert, dass die Kurden nicht die einzigen Opfer unter den Minderheiten waren. Von 1 Million Christen im Irak haben 250.000 unter unmenschlichen Bedingungen versucht, das Land zu verlassen. Fuad ist Geologe und Christ. Er wurde gezwungen, den Bombardierungen zu entfliehen und sein Dorf Shiral im Irak zu verlassen. Er hat zusammen mit seiner Familie die Hölle des langen Marsches gegen den Tod erlebt. Wir sind eine 16-köpfige assyrische Familie. Wir leben zusammen in diesem kleinen Zelt. Es ist viel zu klein für uns. Wir sind zu viele. Die meisten müssen draußen vor dem Zelt schlafen. Es sind schreckliche Zustände. Wir haben nichts, um uns vor der Kälte des Schnees und der Feuchtigkeit zu schützen. Aber wir versuchen, dieses Problem zu lösen, indem wir die Kinder, die Kleinen, im Zelt schlafen lassen. Die anderen, die Erwachsenen, verbringen die ganze Nacht bis zum Morgen draußen vor dem Zelt. Die türkische Presse hat in ihrer großen Mehrheit den assyrischen Christen stets den Status von Flüchtlingen aberkannt. 30 Jahre später fragen wir einen türkischen Journalisten nach seiner Meinung. Das Argument, dieses große verlogene Argument, findet nicht nur bei den assyrischen Flüchtlingen oder Immigranten Anwendung, sondern für alle Menschen dieser Erde, die ihre Heimat verlassen haben, um anderswo Schutz, Sicherheit oder bessere Lebensbedingungen zu finden. Und das ist ein wesentliches Recht für jeden Menschen. Wenn die Assyrer ihr Land nach Tausenden und Abertausenden von Jahren verlassen haben, dann haben sie ihr Vaterland nicht auf der Suche nach Abenteuern verlassen. Wenn sie die Türkei verlassen haben, dann wegen der Verfolgung. Es gibt keine andere Erklärung. Doch die türkischen Medien tragen immer diese Universallüge vor. Die Unsicherheit. Es ist klar, dass Unsicherheit herrschte. Es gab viele Morde, viele Verschwundene, das Anzünden der Ernte, der Häuser, Mädchenentführungen für Zwangsheiraten. All dies führte in diesen Bevölkerungen zu einem Panikzustand. Schutzlosigkeit, noch verstärkt durch die ständigen Kontrollen der türkischen Armee, die angeblich da war, um uns zu schützen, aber die genauso sehr präsent war, um zu schützen, als auch zu kontrollieren. Sie waren also Gefangene in ihrem eigenen Land. Ein bisschen, als ob Hassana ein Indianerreservat in den Vereinigten Staaten gewesen wäre. Es gab noch andere Dinge, so wie in Herbol die Schaffung eines Kohlebergwerks. Ist es Zufall oder Absicht gewesen? Die Geschichte wird später darüber urteilen. Jedenfalls wurde ein Kohletagebau in den Bergen direkt über dem Dorf geschaffen. Das ganze Erdreich
das für den Kohlebergbau in den Bergen abgetragen wurde, wurde im Tal angestaut und bedeckte zunehmend das Dorf namens Herbol. Als ich dort gewesen bin, war bereits die Hälfte des Dorfes von Erde, Felsen und Geröll bedeckt. Und nur wenige Familien harrten dort noch provisorisch aus. Aber es war ein Dorf. Ein christliches Dorf mit einer reichen Geschichte, das man einfach so von der Karte wegradierte, indem man es mit Erde bedeckte. Die hier in Brüssel niedergelassenen Aramäer haben sehr früh probiert, ihre christliche Identität wiederzufinden. Sie haben zunächst Obdach in katholischen Räumlichkeiten gefunden. Danach haben sie schrittweise eine eigene Kirche erwerben können, die ihnen von der Diözese Mechelen geliehen worden war. Schritt für Schritt haben dann die Gemeinschaften ihre eigene Kirche bauen wollen, mit ihrer eigenen Architektur und angepasst an ihre religiösen Praktiken und auch an Vereinsbedürfnisse.